Hallo und willkommen bei Episode 9 von Siren Blood Curse hier bei Mugenmods Mo, bei mir, hier bei mir. Gemma, mein Name, ich heiße euch willkommen und ich danke euch. Nein, ich danke dir, treuer Zuschauer, der hier diese Episoden verfolgt. Vielen Dank. Neuer Tag, neues Glück. Wir fangen mit Episode 9 an. Wir wissen ja, was das letzte Mal passiert ist, aufgrund der schönen Vorblende sozusagen. Jetzt kommt die Rückblende. Wir sind gespannt. Episode 9, auf geht's. Kapitel 1. Viel Spaß. Bella, hurry, get in! Get away from her, you son of a bitch! I'm holding you responsible. Hey, chill out, alright? But how is this my fault? Bella, hold on! Start, goddammit, come on! I don't remember anyone forcing you to bring her along. Siren Blood Curse. Ekelhaft, aber wir haben es irgendwie geschafft, da rauszukommen. Melissa Gale, 3. August, 5.30 Uhr, Kurawari. Helfen Sie Bella Monroe zu fliehen. Wir sollen ihr helfen und lassen uns im Stich, damit wir draufgehen, alleine nur, damit Bella Monroe weiterkommt. Entschuldigung. Verdammt. Und nochmal. Hello? Is anybody in there? Please, somebody! Mommy, where's Daddy? Isn't Daddy gonna come and save us? Even if Daddy isn't here, Mommy will protect you, okay? So, jetzt. Ja, wir müssen hier irgendwie raus. Select wollte ich. Immer drücke ich Start, dabei will ich mal Select drücken. Wir sind hier wieder bei unserem Lieblingsfeldern, den Blutfeldern, so habe ich sie getauft. So, was müssen wir tun? Helfen Sie Bella Monroe zu fliehen. Erreichen Sie die westlichen Felder. Das sind die da hinten. Ja. Erreichen Sie die suchen Sie sich eine Waffe, das ist natürlich ein typisches, schönes Ziel. Erreichen Sie die östlichen Felder, passieren Sie durch das Eisentor. Also wir müssen erst hier rum, um darum zu kommen. Ja, weil wir scheinbar so nicht runterkommen, wahrscheinlich weil da etwas anderes lauert. Aber erstmal müssen wir hier eine Waffe finden. Wir haben keine Waffe, wir haben nicht mal eine Taschenlampe, brauchen wir nicht, ist ja hell genug. So, was machen wir? Bella, du musst irgendwas tun. Die Tür ist fest verschlossen und von der anderen Seite kann man sie nicht öffnen. Oder irgend sowas. Ich hatte keine Zeit, das gerade zu lesen. Was ist denn hier in der Nähe? Und wo geht's da lang? So, versuchen wir hier hochzukommen, da wo wir rausgekommen sind, da wo wir einen Unfall scheinbar gebaut haben. Oh fuck, okay, da können wir nicht hin, da steht jemand schon Schmiere. Wir brauchen erstmal eine Waffe unbedingt. Mal gucken, ob es hier am Gebäude vielleicht eine eventuell gibt. Nein, gibt es natürlich nicht. Egal, komm Bella, wir müssen hier abhauen. Ich muss dich hier irgendwie rausbringen. Ich weiß zwar nicht, warum ich zu den östlichen Feldern dafür muss, aber das wird sich dann zeigen. Ich würde sie ja am liebsten irgendwo verstecken, die gute Kleine. Oh Gott, hier ist irgendwas in der Nähe. Das ist dieser Jägertyp. Ich muss mal kurz gucken, wo der hinschaut. Und ob er uns sieht.
Der läuft da fröhlich herum, hat ein scheiß Gewehr. Das Raupending ist ja auch jetzt hier. So ein Mist aber auch. Mal nur ganz kurz gucken, ob er uns überhaupt mitkriegt. Wir haben hier auf der anderen Seite, haben wir Bellas Gesicht direkt in der Fresse. Quasi. Sehen wir sich, wie sie sich dreht. Jetzt werden wir mal sehen, wo der Jäger uns denn sieht. Das erinnert mich an ein Kinderlied. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Grün, grün, grün ist alles, was ich trage. Okay, der sieht uns nicht, da ist ein Felsen davor. Also noch sieht er uns nicht. Das heißt, wir müssen aufpassen. Ah! Sehr gut. Nein, 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 nein! Du sollst da auch gar nicht hin. Nein, oh, hörst du mal auf, hochzuklettern? So, nachdem wir zum dritten Mal hier hochgeklettert sind, Bella gesagt haben, sie soll sich verstecken. Holzsäge, Spitzaxt. Ich glaube, die Spitzaxt ist besser als die Holzsäge. Ich weiß es gerade nicht. Okay. Da schlägt wieder unser Herz, weil der Typ da irgendwo rumschleicht. Kurzen Überblick versuchen zu schaffen. Nein, 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 nein. Wo ist denn das Ganze? Die Spaltaxt haben wir, die ist hervorragend. Die Holzsäge ist wahrscheinlich nicht so gut. Na, wo ist sie denn? Hallo? Hallo? Da ist sie. Ja, war klar. Was haben wir jetzt? Die Axt. Axt ist immer besser. So, wo sind wir hier? Treibstofflager. Hier geht's, glaube ich, auch nirgendwo richtig weiter. Deswegen können wir gleich wieder hochklettern. Ah, ne, hier doch. Hier geht's sogar weiter. Da fallen nach Schuppen. Ich frage mich gerade, was ist, wenn wir den Typen da niederknüppeln und dann da wieder runtergehen? Weil den Jägertypen, den kriegen wir jetzt auf jeden Fall nicht klein. Der sieht uns ja. Scheiß Schultertaste klappt bei mir manchmal. Na, nein. Dann gucken wir mal, wer hier ist. Der Typ hat uns gut im Blick. Wir haben ja jetzt eine Waffe. Uns kann eigentlich fast quasi nichts passieren. Bella ist erstmal in Sicherheit. Ach komm, finden wir es auch mal raus. Bella bleibt da, wo sie ist. Und wir gehen jetzt auf Hackkurs. Finden wir heraus, wie wir hier da am besten durchkommen. Fuck. Der guckt quasi uns direkt an. Hat der eine Waffe? Ja, der hat irgendeine Waffe, hat er auf jeden Fall. Der dreht sich aber auch nicht um. Ah, ich weiß, was ich machen kann. Yeah. Don't screw with me. Da leg dich nicht mit mir an. Schöpfkelle, was hat er? Eine Sichel? Er hat eine Sichel. Wo ist sie denn? Ich krieg sie nicht. Ich kann die Sichel nicht von ihm nehmen. Bleibe ich auf jeden Fall bei meiner Spitzaxt, weil die ist viel besser. Schöpfkelle. Schwache Waffe. Dieses schüsselartige Gefäß mit Stiel dient zum Aufnehmen von Wasser. Es ist meist aus Holz, Metall oder Plastik. Wo sind wir hier? Wie kommen wir hier weiter? Eisentor. Wir müssen doch gar nicht zum Eisentor und sowas. Wir können doch direkt zum westlichen Feld, oder nicht?
Oder müssen wir da unbedingt hin? Weil ich wüsste jetzt nicht, warum wir da hin müssen. Wir haben uns da auch prima da jetzt durchgeprügelt. Müssen wir halt nächstes Mal gleich noch machen. Wir hätten gleich mal Bella mit irgendwie nehmen sollen. Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Wir sind ja schon fast da. Ach, nehmen wir doch einfach Bella mit und gehen dahin. Nee, jetzt sind wir schon so weit gegangen. Jetzt will ich auch gucken, ob das auch safe genug ist, da mit ihr hinzugehen. Tja, tatsächlich. Wir müssen diese Unterziele gar nicht machen. Aber wahrscheinlich sollten wir sie machen. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Erstmal Bella wieder rausholen. Das ist erstmal schon anstrengend genug. Aber hier ist ja voll sicher. Warum sollen wir uns unnötig in Gefahr begeben durch diese Möglichkeit, von irgendeinem Vieh abgemurkst zu werden? Oder noch besser, erschossen zu werden? Wenn wir die ganz einfach hier alle niederknüppeln können. Da holen wir uns doch einfach nur Bella. Komm her. Nein, wir sind wieder runtergesprungen. Ach, das wird jetzt erstmal eine Weile. Ja, ich komme ja gleich. Ja, ich drück doch schon. Ja, jetzt. Sehr gut, komm hoch. So, wir haben es ja gleich geschafft. Ja, Bella. Shit. Fuck, fuck. Fuck, fuck. Da war der zu schnell. Ah, es hätte alles wunderbar funktioniert, wenn ich Bella gleich dabei gehabt hätte. Das brauchen wir jetzt nicht mehr zu sehen. Wir wissen ja, was jetzt zu tun ist. Bella, du kommst mal kurz mit. Warte da oben. Ich hole nur schnell eine Waffe. Und dann machen wir die fertig. So, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen still geworden, aber ich plane ja hier auch eine Falle. Verreck, verreck, verreck! So. Das ist ja voll einfach. Tja, das war einfach. Jetzt muss ich nur noch den Baum umwerfen. Und das war's. Ohne, dass ich da außen rum muss. Warum, verstehe ich gar nicht, dass ich da rumgehe. Ja, okay, der Typ mit der Sichel, der war schon gefährlich. Was war das? Oh, Mommy, I can't get my foot out. You have to keep trying, Bella. Uh-oh. Don't worry, honey. Mommy's gonna protect you. Um jeden Preis vor allem. Moment. So, retten Sie Bella Monroe, locken Sie die Maden-Shibito weg von Bella Monroe, stoßen Sie das Ölfass um. Okay. Hand-to-Hand-Combination. Nein, jetzt doch nicht. Boah, was hat das für eine krasse Waffe? Oh.
Nein, du kriegst meine meine Tochter nicht. Nicht meine Scheiß-Tochter. Meine Tochter kriegst du nicht. Keine Scheiß-Tochter. Komm her, Schlampe. Kriegst mich nicht. Nein, ich brauche jetzt keine anderen Sachen. Hab ich's geschafft? Vorsichtig! Nein, nein, nein! Verflucht! Warum? Brenne! Brenne! Du kriegst mich niemals! Und nicht meine Tochter! Also für mich vielleicht, aber nicht meine Tochter! I did it, Mommy! Oh, oh. I love you, Bella! Run! Oh Gott. Mission erfüllt. Musste das so ausgehen? Oh. Die arme, arme Tochter, ey, die ist so traumatisiert für ihr Leben. Vielleicht mussten wir das ja gar nicht tun.